sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment versucht. Und das ist ein bisschen fies, oder? Einfach Cole zu übernehmen. Das wird er nicht cool finden, oder? Cole, nicht cool. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich will... Ich muss heute mal hier raus. Na dann, let's go. Ah, keiner mehr da. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Illegal, was du da tust, Jody. Das ist der Ausgang. Abgeschlossen. Ach, ja klar. Ah, oh, okay. ID-Card, check. Na also. Keiner da. Sehr secure. Okay, dann nichts wie raus. Da ist der Ausgang, gefühlt. Wait a minute, können wir uns hier ein Getränk klar machen? Nein. Ah, schade. Sodi Pop wäre natürlich nice gewesen. Sodi Pop. Oh, hallo Cole. Jody. Oh, hey. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Cole will nur... Also, wir wollten nur raus die Sterne ansehen. Heute gibt es wohl Tonnen von Sternschnuppen. Hast du schon gesehen? Also ich weiß nicht, ob Professor Dawkins das so recht ist, wenn du rausgehst mitten in der Nacht. Bitte. Ich meine, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Und Cole ist bei mir. Und... Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Okay. Yeah. Alter, ich habe euch zwei nicht gesehen. Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Ciao. Dass der nicht misstrauisch wird. The fuck? Jetzt geht's schon. Okay, bye. Es hat funktioniert, ich brech ab. Das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Yeah. Du schaust. Was überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Come on, open. Open. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Ja. Nichts wie rein. Natürlich immer fraglich, wie gut der Auto fahren kann, der Aiden, ja. Ab in den Kofferraum. Nicht Mach. Gerade eine glamouröse Flucht, aber... Besser geht's nicht. Macht am meisten Sinn. Go. Los geht's ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay?
einfach wortlos tschüss. Ey, Zombie. Du verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Ab in den Wald. Einfach so. Voll fies. Irgendwo, wenn er wieder zu sich kommt, ja. Tja, hier ist die Bar. Und die anderen müssen schon reingegangen sein. Red House Bar. Und gehen wir einfach mal da rein. Okay. Noch keiner da. Oder keiner mehr da. Zwick warten. Guck dir die an, ich mein. Was für Type. Oh. Okay. Wie alt sind Sie? 21. Ich will nur noch mal. Freshly squeezed lemonade. Okay, die gucken schon ganz schön nach ihr da. Typen. Was meinst du hier? 15, vielleicht auch 16. Und was macht sie hier drin so ganz allein? Was weiß ich? Braucht vielleicht noch ein bisschen Gesellschaft. Scheiße, weißt du was? Weg macht die Kleine sicher richtig was her. Laber doch nicht, Earl. Oh mein Gott. Trink dein Bier aus und halt die. Hey, erzähl mir nicht, dass du nicht heiß auf die Kleine bist, hä? Ah, ja, tja. Man muss sie schon fragen, was sie allein hier will um diese Uhrzeit. Fuck. Sieh dir die Schlampe doch an, Alter. Hübsch ist sie auch, hä? Komm schon, Earl. Halt den Rand. Tja, was für Bob, was für ekliger. Okay. Ah, toi. Toi, toi, toi. Ja, ich weiß. Nathan wird mich umbringen. Oh ja. Naja, sieht nicht wirklich danach aus, oder? Oh. Okay, geht hier was? Das ist die Männertoilette. Voll eklig.
Aber hallo. Nathan wird dich aller Wahrscheinlichkeit nach umbringen, ja? Kann man da rein? Das würde ich jetzt gerade nochmal in Erfahrung bringen. Aber wahrscheinlich nicht. Ne. Oh, Kondome. Great. Push me. Komm, Bonus Gmei. Oh Mann, die Typen. Epic Win. Ach, damn it. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, okay? Was machst du hier so ganz alleine? Nichts. Warum ist die Musik aus? Oh. Jetzt aber. Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? 21. Wow, gar nicht mal übel. Findest du? Wissen deine Eltern Bescheid? Klar. Ja. Klar, die haben mich hergebracht. Und sie kommen dann. Sie müssten bald wieder hier sein. Und mich abholen. Hey, Pfoten weg! Komm schon, Baby, du willst es doch auch. Wow. Oh, oh, oh. Wer ist da? Das wüsstest du wohl gerne. Komm raus, du feiges Arschloch! Ah, ich kann den Tisch nicht auf ihn bashen. Aber da ist was. Haha. Echt? Dreh nur nicht durch, Frank! Boom, Bitches! Na, noch Fragen? Anyone? Ah, ja, okay.